Wie Sie bereits zu Beginn dieser Lektion erfahren haben, gibt es neben den Dialogen in Windows auch noch die sogenannten Fenster. Ein Fenster ist ein rechteckiger Bereich, der auf dem Bildschirm angezeigt wird und einer Anwendung entspricht. Auf dem Bildschirm wird ein Fenster angezeigt, das angibt, dass die dem Fenster entsprechende Anwendung ausgeführt wird. Was Sie hier sehen, wird Programmfensterkontrollmenü genannt. Wenn Sie die Alt-Taste in einem Fenster betätigen, sollten Sie Buchstaben und Zahlen in der Menüleiste sehen können. Drücken Sie die Taste Alt zusammen mit einem dieser Buchstaben oder mit einer Zahl. Was passiert? Starten Sie nun Microsoft Word, ohne die Maus zur Hilfe zu nehmen. Gibt es hier noch weitere Elemente, die zum Programmfenster gehören? Die Bildlaufleiste? Die Statusleiste? Wo sind diese zu finden? Menüs und das Menübandkonzept gehören zu den wichtigsten Bedienkonzepten in grafischen Bedienoberflächen. Beim Menübandkonzept werden die einzelnen Optionen nicht mehr vertikal ausgeklappt, sondern in horizontaler Richtung unterhalb des Menüpunktes angezeigt. Schauen Sie sich bitte dieses Konzept, zum Beispiel in Word, genauer an. Genauer werden wir in der Lektion Dateimanagement noch einmal auf die Menüs eingehen. Mit Alt in einem Anwendungsprogramm wechseln Sie in die Menüleiste. Mit Pfeil links, rechts können Sie zwischen den einzelnen Menübändern hin und her wechseln. Sobald Sie das gesuchte Menüband gefunden haben, wechseln Sie mit Pfeil runter in das Menüband, welches Sie mit Tab, Shift und Tab durchforsten können. Zur Liste der Menübänder kehren Sie durch das Drücken der Pfeil-Rauf-Taste zurück.